Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kreuzworträtsel. Es ist mittlerweile Tag 3 des großen Rätselns, unter anderem darüber, für welche Zielgruppe diese Videokategorie eigentlich gedacht ist. Aber wo wir gerade beim Thema sind, ich möchte nicht nur meine Stammzuschauerschaft, weiß ich nicht, dazu ermutigen, auch mal Kreuzworträtsel sich anzugucken, sondern ich würde auch gerne alle meine lieben Mit-40er auch ebenfalls dazu einladen, einfach mal so ein bisschen mitzurätseln. Ich finde nämlich, Kreuzworträtsel sind für alle da. Vermutlich. So, also fangen wir doch am besten gleich mal an. Uiuiui. Da sind ganz schön ein Vulkan auf Sizilien. Das könnte eventuell nicht der Vesuv sein. Ach, wie hieß der denn? Also der einzige Vulkan, der mir gerade einfällt, ist der Vesuv, aber der ist anscheinend nicht auf Sizilien. Okay. Internationaler Luftverkehrsverband. Ja, das. Gucken wir mal. Ein Wandgestell könnte ein Regal sein. Ja, ist es auch. Recyclingmaterial. Plastik ist es nicht. Und alle anderen Buchstaben sind falsch. Ne? Das ist ja wunderschön. Eine Südfrucht könnte eine Ananas sein. Ja. Abkürzung Samstag ist natürlich dieses da. Die Traubenernte. Also sonst hätte ich ja immer Lese gesagt, aber das ist ja Wein unbedingt. Dafür haben wir hier Age. Abkürzung geboren. Natürlich GEB. Easy. Eine Verabredung im Englisch ist ein Date. Unbestimmter Artikel ist. Ups. Elfe. Könnte auch Elb sein. Oh, aha, ja. Die Lese hat anscheinend sogar gestimmt. Ist ja ein Ding. Ja, weil es war in diesem Fall die Weinlese. Die Weinlese. Das ist ja auch. Ist ja ein bisschen fies gerade gewesen, weil ich mir dachte, naja, es ist viel zu lang für Lese und am Ende packt man einfach das Wort Wein dazu. Okay, Kopfbehaarung. Haare? Wenn das jetzt stimmt, da ist ja fast das ganze Wort schon hier in dem Vorschlag mit drin oder in dem Tipp. Britischer Popstar. Wen gibt es denn da so alles? Wer ist denn britisch und wer ist Popstar? Ja, warten wir erstmal. Start in Westafrika. Westafrika. Ist da nicht auch Kongo? Ich will es lieber erstmal. Erstmal würde ich es lassen. Oh Gott, Kilogramm ist natürlich KG. Leider falsch rumgeschrieben. So, Großenhain. Nee, nicht GGH, GRH wollte ich schreiben. Tierkörperteil ist, können ein Huf, eine Kralle, ein Horn, alles Mögliche sein derzeit. Geländefahrzeug könnte unter anderem ein Jeep sein. Ja. Pferdestärken sind PS. Murmeln. Murmeln. Nee. Flüstern, Wispern und sowas, das ist damit nicht gemeint. Undeutlich sprechen wahrscheinlich könnte hier auch. Was ist denn unser Tierkörperteil mit E und E am Anfang und R am Ende? Machen wir erstmal den BH, der ist einfacher. Oh
Gott, wie heißt denn diese Blumensteckkunst? Ich muss da gerade an was anderes denken, aber das hat auch, glaube ich, nichts mit Blumen zu tun. Ich kenne mich mit manchen. Warte mal. Eine Bodensenke ist ein Tal. Spionin war Agentin, natürlich. Abkürzung. Oh Gott. Also International Aviation. Bla bla bla. Traffic Association. Ja. Lateinisch so. War es Ito? Ita? Ite? Ito war es nicht. ITA. Wieder was gelernt. Aus tiefstem Herzen ist natürlich dann innig. Oh, das Recycle-Material war nicht Plastik, sondern Altglas. Auch nicht schlecht. Der Staat in Westafrika. Ich glaube, ich brauche noch einen Buchstaben, dann habe ich's. In die Hand nehmen ist greifen. Ja, ja. Britischer Popstar. Vermutlich hätte ich tatsächlich keinem Land zugeordnet. Ich könnte sie vielleicht an der Stimme erkennen, aber sonst nein. Hätte ich nicht gewusst, dass das britisch ist. Aber es mag auch sein, dass es nicht unbedingt meine Musik ist und dementsprechend. Ja, schauen wir jetzt mal. Ist das eventuell, huch, das sollte da nicht stehen. Ikebana ist eine Blumensteckkunst. Ich hatte jetzt an andere Sachen gedacht. Ich glaube auch, also das Wort, was ich im Kopf hatte, Makramee, hat glaube ich nichts mit Blumen zu tun. Tierkörperteil. Ein Ender ist was anderes, glaube ich. Ah, Murmeln ist ja erstmal. Ach, ein Euter wollen die. Ja, denn da Murmeln ist Nuscheln. Und hier haben wir ein Euter. Genau. Ganz schön. Absondern, absondern. Machen wir erstmal den Geist. Schemen passt nicht. Gespenst passt nicht. Bestrebt sein. Würde ich jetzt mal wollen reinschreiben. Ist es aber nicht. Dass das E hier falsch war, das finde ich ganz interessant. Aber süddeutsche Landschaft. Ja, Berg? Huch. Nee, also das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich denke bei Süddeutschland an die Alpen. Erstmal persönliches Fürwort, vielleicht sowas. Wir, ihr, sie, Fürwort ist immer sowas. Mein? Huch. Euer? Auch nicht. Schlund, der Schlund. Übrigens hier noch den Geier vollständig machen, dann haben wir. Irgendwas mit Steig? Laufsteig? Hätte ich auch noch nie. Natürlich, ein Laufband ist ein Bahnsteig. Nein, okay. Also ich glaube, Steig am Ende kommt, weil wenn du Teig am Ende hast, das wird ja kein Gebäck sein. Vulkan auf Sizilien. Den würde ich jetzt mal einfach wegnehmen. Ich tue mal so, als hätte ich das nicht bekommen. Teil der Mathematik ist zum Beispiel, passt zumindest rein, Algebra. Persönliches. Soll das heißen? Nee. Okay. Grob ist auch rabiat. So, damit haben wir das schon mal.
Übrigens, wir wissen jetzt, was das, also das ist tatsächlich ein S, denn das Lösungswort, welches ihr nicht sehen könnt, ich blende es mal so ein bisschen ein, ist Abschlag. Alles andere würde keinen Sinn machen. Aber was für ein Wort soll das dann sein? Also Laufsteig war sowieso Quatsch. Hätte man... Oh, was ist das denn hier noch? Was ist denn ein Schlund noch? Und absondern, emittieren ist es nicht. Absondern ist aber auch nicht isolieren, auch wenn das so schön reinpassen würde. Könnte es eventuell wirklich was sein, was auf ihren endet? Was könnte ein Geist noch sein? Also, wir haben Gespenster, wir haben Spuk, wir haben Nebulak, Apollo, Gengar. Das hilft überhaupt nicht. Fehlt uns denn hier noch irgendwas? Naja, also irgendwann muss ich mal hier gerade ein Wort mal rausfinden. Sonst wird's schwierig. Sonst wird's richtig schwierig. Ich bin mir ziemlich sicher, die süddeutsche Landschaft ist nicht sowas wie Linz. Ist Linz überhaupt süddeutsch? Ich weiß es nicht. Mal überlegen, was gibt's denn da so alles? Also das Problem ist, bei Süddeutschland wird mir wirklich immer das Gehirn dadurch verklebt, dass ich an die Alpen denke. Aber die Alpen haben nicht I als zweites. Tirol ist auch nicht süddeutsch so wirklich. Das ist ja schon Italien, möchte ich meinen. Wobei ich mich immer frage, ist Italien grenzübergreifend? Das Laufband ist definitiv kein Bahnsteig. Ich trage es mal einfach trotzdem aus Spaß ein. Nein, natürlich ist es kein Bahn. Okay. Also das H soll richtig sein. Ach, dann weiß ich jetzt auch endlich, was das persönliche Fürwort ist. Ihre. Süddeutsche Landschaft, Kiel. Nein, 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 nein. Da könnte alles Mögliche sein. Puh, da hatte ich jetzt tatsächlich, da hatte ich jetzt überlegt, ob denn das wirklich im Deutschen so geschrieben wird. Aber ja, Ätna ist dieser Vulkan, der hier gesucht wird. Ich dachte mir, hier muss ja ein N stehen. Jetzt probieren wir mal was. Nee, okay. Dann ist es, da ist ein R. Ja. Tatsächlich muss ich jetzt hier raten. Nee, auch nicht. Ries. So. Das ist ja auch interessant. Ein Schlund, der mit SH erinnert, endet. Erinnert?
Lahnsteig. Nee, nee, das N ist da auch falsch. Okay. Warsteig. Rarsteig. Tarsteig. Also, ich finde das ja super, dass hier man einfach Sachen eingeben kann. Fahrsteig? Das ist ein Laufband? Schund. Oh, das hieß nicht Schlund, das hieß Schund. Tu mir gerade. Ich denke mir gerade, das hättest du besser. Aber Trash wäre ich trotzdem irgendwie nicht drauf gekommen, so schnell. Bestrebt sein ist dann eifern. Ich finde das komisch, dass jetzt gerade so Worte, die man eigentlich dem Englischen zuordnen würde, Spirit, also dass da nicht mal Englisch oder ja gut, vielleicht ist es ja auch so eine Art Kampfgeist, also dann könnte man es vielleicht noch, ganz ehrlich, das sieht immer noch wie isolieren aus, aber das ist es nicht, oder? Oh, es war's doch. Okay, wie lange haben wir denn jetzt gebraucht ungefähr? Seit Anfang des Videos gute 15 und ein bisschen Minuten wahrscheinlich. So, damit haben wir unser erstes Kreuzworträtsel. Ich versuche immer unter die 20 Minuten zu kommen, aber versprechen kann ich nichts. Eine kleine Gitarre sieht für mich aus wie eine Ukulele. Übrigens, es ist jetzt bei mir 15.21 Uhr. Ja, trotzdem, ich habe ein paar Sekunden vorher angefangen. Das sollte man... Futteral, das ist so ein Wort, das habe ich in einem Rammstein-Lied mal gehört. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was es bedeutet, aber ich habe so... Ich weiß, es ist, glaube ich, irgendwas im Jägerbereich. Benennung. Name. Pachtgut. Gute Frage. Museum in St. Petersburg. Ja, das ist natürlich die... Oh, ich hab's falsch buchstabiert. Die Eremitage, nicht die Emeritage. Ach du meine Güte. Ja, Gewürzkorn ist schon mal kein Senf. Pfeffer? Nö. Piment ist es auch nicht. Oder sowas. Unentschieden ist eigentlich ein Remis. Uneins könnte auch unentschieden bedeuten, aber unentschieden hier als Substantiv ist ja dann eigentlich was anderes. Dunstig. Trueb. Es ist eindeutig Trueb. Männername. Wolfhahn. Nee. Torban. Gewerkschaftsbund. GWB? Das wäre es ja jetzt. Gucken wir erstmal. Ackergeräte sind Traktoren, Pflüge und so weiter. Abkürzung an das ist natürlich ans. Jagdwaffe. Säge. Natürlich, jeder braucht eine Säge. Glückspflanze ist natürlich wieder der Klee, den kennen wir schon. Baumprachtstraße ist Allee. Alle, 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 alle. Musikalisches Übungsstück. Irgendwie habe ich das Gefühl, derjenige, der diese Sachen schreibt, habe ich ja gestern schon mal gesagt, der findet dieses musikalische Übungsstück so toll. Der hat dieses Wort mal irgendwann gelernt und hat sich gesagt, ja, ganz genau. Das ist ein Wort, das muss ich unbedingt immer wieder verwenden, damit ich es bloß nicht vergesse. So, Präposition. Könnte jetzt erstmal alles Mögliche sein. Niederträchtig. Böse. Ist es aber nicht. Doof. Mit 3 O. Flaggen sind auch Fahnen. Mist. Fahnen. Nein, nicht Ahnen. Fahnen. Chemisches Zeichen für Gold. Gold auch Aurum genannt.
Herford ist HF, gut. Präposition, zum Beispiel auf. Niederträchtig ist dann wohl infam. Altes Wort, noch aus der Zeit, wo ich noch nicht mal geboren war. Fränkischer Hausflur. Fränk, oder ja. Ein. Werden wir noch sehen, weil. Außerdem. Mehr noch. Poetisch für Bauer. Gucken wir erstmal. Eine Spielkarte ist zum Beispiel hoch. Das Ass. Und das ist es auch. Sich niederlassen. Ja. Sitzen. Nö. Setzen. Natürlich. Eine Deichschleuse. Überlege ich auch gerade. Eine Bierzutat ist eindeutig Hopfen, Malz, Gott erhalts und dann knallt's. Was auch immer. Also hier würde ich definitiv sagen, da kommt ein N hin. Syl. Nee. Seil. Nee, Siel. Oh, tatsächlich. War geraten. Die Feuerkröte. Ah, das wird schwierig dann. Malrückstand. Ja. Ja. Gerade keine Ahnung. Eine Jagdwaffe ist dann hier wohl ein Speer übrigens. Und der Gewerkschaftsbund ist mir immer noch nicht so klar. Der Männername könnte alles Mögliche sein. Muss ja nicht mal ein deutscher Männername sein, steht ja nicht dazu. Hobelabfall ist der Span. Unentschieden ist ein Patt, genau. Loyal ist treu. Ja. Das könnten dann die Eggen sein, genau. Der Gewerkschaftsbund ist dann wahrscheinlich der Deutsche Gewerkschaftsbund. Und damit haben wir DGB. Dann ist natürlich der Männername Konrad. Gewürzkorn. Sesam. Nein, Sesam natürlich. Ich bin mir ziemlich sicher, hier kommt ein E hin. Wenn wir im Schweizerischen wären, dann würde ich sogar sagen, könnte hier ein L hinkommen. Aber sonst vermute ich da ein E. Also eine irgendwas Ei, Erei. Leserei zum Beispiel. Was bleibt denn zurück, wenn man etwas malt? Mehl. Und der Bauer ist dann. Also ich hätte ja sowas wie Landmann gedacht, aber nein, das kann es ja dann nicht sein. Zu wenig Buchstaben. Naja. Bei außerdem gibt es noch zudem. Aber das ist zu kurz. Also M wird hier auch nicht. N. Ern. Ern. Nee. Okay. Wir können ja auch noch mal sehen, was umkippen heißen könnte. Umkippen. Umfallen, man könnte. Das wär's jetzt. Ist das damit gemeint?
Ja, Kentern. Ja, die Feuerkröte ist eindeutig. Hier kommt ein A hin, hier ein U und da ein S. Nein, natürlich nicht. Pachtgut. Weiß ich immer noch nicht. Außerdem, ferner, nicht weiter, ferner. Lichtstromeinheit, oh, das hätte ich ja viel früher schon haben können. Manche Sachen erkenne ich auch gar nicht so. So, weiblicher Vorname, Uwa, von Uwe abgeleitet, natürlich. Nein, Uta. Ein Futteral ist dann ein Etui, ah. Könnte das eine Meierei sein? Ja, eine Meierei ist anscheinend das, was hier gesucht ist. Und jetzt wird es langsam schwierig, denn ich habe nicht wirklich. Eine Feuerkröte ist doch eindeutig eine Ente. Ja, die sind sowas von miteinander verwandt. Definitiv. Poetisch Bauer. Könnte denn das sein, der. Ach, ich bin auch so ganz unpoetisch, muss ich ehrlich sagen. Drei Sachen habe ich noch. Drei Sachen. Ach, Mensch, die Feuerkröte, natürlich die Unke. Harie, nein. Komi? Chemie? Aha, nee. U? Warte mal. Fangen wir noch mal an bei A. Dann E, dann I, dann O, dann U. Interessant. Also, was auch immer wir nach dem K haben, ist kein üblicher Vokal. Dann weiß ich's. Okay. Wir haben hier was mit AE. Und der Bauer ist da natürlich. Was? Es ist nicht der Baymann. Okay. Schade. Hätte man ja von Bauer vielleicht noch ableiten können. Nein, es könnte auch der Sämann. Sämann. Das ist ja interessant. Und ich dachte, Sämänner sind Leute, die Wasserpflanzen pflanzen. Na, wieder was dazugelernt. So, und wir liegen gut in der Zeit. Ja, waren 11, 12 Minuten. Und damit ja, sind wieder zwei Kreuzworträtsel gelöst. Es läuft super. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag euch und ja, zur Not löst auch mal ein analoges Kreuzworträtsel. Die sind etwas schwerer, denn da kann man nicht einfach so Buchstaben raten. Ja, und ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Also dann, ciao.